seltsame Geschichte, geschrieben von einer Frauenhand, verblasst beinahe. Gouvernante zweier Kinder, lange her. Ganz jung, unerfahren, traf sie zunächst im Vormund der Kinder in London. Ein Feldmann, reizend, gewandt und jung. Der einzige Verwandte. Sie war voller Zweifel. Doch dann riss es sie noch hin, ein Herr so vornehm, so stattlich, so gar.